Willkommen zur heutigen Mathestunde. Heute, was ist das Integral von 1 durch Sinus von x, dx? Um diese Aufgabe einfach zu lösen, bräuchten wir die Substitutionsformel. Und dafür brauchen wir ein paar Ableitungen. Die Ableitung für 1 durch Sinus von x wäre dann 1 durch Sinus x mal Cosinus von x durch Sinus von x. Dann brauchen wir noch die Ableitung von Cosinus von x durch Sinus von x. Und das wäre interessanterweise minus 1 durch Sinus x ins Quadrat. So, damit haben wir alles, damit wir in dem Integral eine 1 hinzufügen können. Also eine Funktion, wo Zähler und Nenner gleich sind. So, im Integral multiplizieren wir 1 durch Sinus von x mal ein Bruch, wobei Zähler und Nenner gleich Cosinus von x mal Sinus von x plus 1 durch Sinus von x ist. Wir stellen fest, der Zähler ist die Ableitung vom Nenner. Und dementsprechend können wir die Substitutionsformel anwenden. Wir dürfen bloß nicht vergessen, ein Minus hinzuzufügen. Jetzt müssen wir nur noch das Integral von minus 1 durch u du ausrechnen. Das wäre ausgerechnet minus Logarithmus von u plus c. Substituieren wir u zurück, ergibt es nun minus Logarithmus von Cosinus von x durch Sinus von x plus 1 durch Sinus von x plus c.